mitten in einem Wald in der Ukraine. Achtjährige Kinder und Jugendliche trainieren mit Kalaschnikows in der Hand. Hier in diesem Sommerlager für Ultranationalisten erhalten die Kinder eine militärische Ausbildung. Ihr Ausbilder, ein erfahrener Soldat, der in der russischsprachigen Ostukraine gegen die Separatisten gekämpft hat. Wir zielen niemals auf Menschen, nie. Aber Separatisten und aus Moskau kommende Besatzer betrachten wir nicht als Menschen. Deswegen könnt und sollt ihr auf sie schießen. Radikal-nationalistische Gruppen haben eine wichtige Rolle im Ukraine-Konflikt gespielt und gegen die von Moskau unterstützten Rebellengebiete im Osten des Landes gekämpft. Sie unterhalten weiter gute Beziehungen zur Regierung in Kiew. Solche von rechtsextremen Gruppen betriebene Kinderlager erhalten sogar staatliche Mittel. All diese Genderfragen sind Perversionen moderner Bolschewiki, die in Europa an die Macht gekommen sind und jetzt versuchen, Schwulenparaden und Ähnliches zu einem Teil des Bildungssystems zu machen. In der Ukraine ist ein extremer Nationalismus mittlerweile an der Tagesordnung. Im Oktober haben in Kiew Nationalisten und Rechtsradikale an die Gründung der ukrainischen Aufstandsarmee vor 76 Jahren erinnert. Sie zogen zu Tausenden begleitet von einem großen Polizeiaufgebot durch die ukrainische Hauptstadt und skandierten Ruhm der Ukraine. Der Tag der Verteidiger der Ukraine ist seit 2015 ein Feiertag in dem Land. Die großen kommerziellen Medien erwecken den Eindruck, die Behauptung, die Ukraine hätte ein Nazi-Problem, ein systematisches Problem damit. Das sei russische Propaganda, das sei vielleicht eine Randerscheinung, aber die großen Parteien, die hätten damit nichts zu tun. Das seien alles nette Demokraten. Allein an diesem Beitrag wird aber deutlich, dass in der Ukraine etwas völlig verrutscht ist. Dass diese Gruppierungen eben sehr wohl einen Einfluss haben. Dass eigentlich auch die jetzigen Regierungsparteien, dass sie ein Nazi-Problem haben. Weil es nicht sein kann, dass so ein Ferienlager unterstützt wird mit solchen